Das ist ein Ecobrick. Ca. 300 bis 600 Gramm schwer, voll mit Leichtplastik. Ein Ecobrick besteht aus einer Flasche, in dem Leichtplastik mit Hilfe eines Stockes oder eines Stabes eingefüllt wird. Hier sieht man die verschiedenen Stoffe, die dieser Ecobrick enthält. Ein Ecobrick wird für verschiedenste Sachen eingesetzt. In unserem Projekt nehmen wir ihn als Füllstoff und Baustoff für diverse Häuser. Wir haben aber auch die Möglichkeit, und darum geht es bei diesem Projekt, eine Couch, ein Möbelstück aus Ecobricks zu erschaffen. Wenn ihr selber nichts zu tun habt bzw. euch sozial einsetzen möchtet, schnappt euch einen Kumpel, eure Familie, eure Geschwister oder geht alleine raus und besorgt euch eine leere Flasche. Wir haben uns für die Flasche von Netto entschieden, die stille Wasserflasche, weil sie am besten dafür geeignet ist, um größere Modelle daraus bauen zu können. Wenn ihr diese Flasche habt, schaut einfach in der Umgebung, wo ihr Plastik findet, sei es Plastiktüten, Verpackungen, und sammelt das alles zusammen auf. Nehmt diesen Müll, reinigt den einmal zu Hause und stopft ihn mit Hilfe eines Stockes oder eines Stabes, viele kennen es von dem Küchenstab aus Holz, einfach in diese Flasche. Schaut wirklich, dass es fest reingestopft wird, damit wir eine feste Flasche haben. Bitte beachtet, dass ihr beim Zusammentragen der Stoffe nur Weichplastik nehmt, weil sonst Lufträume entstehen und es uns so nicht mehr möglich ist, diese zu verbauen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Flasche relativ eng gestopft wird. Das heißt, schaut wirklich, dass ihr mit Nachdruck die ganzen Stoffe runterdrückt. Und die letzte Sache, ein Ecobrick sollte ungefähr 300 Gramm, wenn nicht sogar mehr, betragen. Viel Spaß bei der Aufgabe, vielen Dank fürs Mithelfen und euch eine wunderschöne Zeit.